Und wir sind jetzt gleich via Skype mit dem Eventveranstalter Hannes Jagerhofer verbunden. Schönen guten Abend. Hallo Hannes. Hallo. Hannes, große Diskussion gibt es jetzt schon seit mehreren Tagen. Zunächst hat es Freitesten geheißen, jetzt wird es der Eintrittstest wohl werden für Eventveranstaltungen, Konzerte etc. Wie stehst denn du dazu? Immer die Frage, welche Alternativen hat man? Ich glaube, keiner von uns kann sich leisten, dass eine Veranstaltung, die vielleicht sogar über mehrere Tage dauert, aufgrund einer Covid-Geschichte dann abgebrochen wird. Beziehungsweise jetzt bei uns das Beachvolleyball-Event, das wir ja jetzt mit quasi Vollgas für August planen, dieses Jahres, wäre unvorstellbar, wenn wir da vor quasi komplett leeren Rängen spielen müssten. Das heißt, ich glaube, dieses sogenannte Freitest, wie immer wir es nennen wollen, ist sicherlich eine Variante bis zu einer gewissen Größenordnung. Wenn ich sage, ich habe 2.000, 3.000 Leute, glaube ich, ist das technisch machbar. Es ist, wenn man das vielleicht durch die finanziell die Kosten übernimmt, dann kann man das auch umsetzen. Es ist halt sehr schwierig, weil das Anforderungsprofil natürlich von jedem Veranstalter anderes ist. Also wenn ich heute eine Kabarettbühne habe und ich muss täglich meine Leute testen, dann wird das wahrscheinlich vielen schon einmal an einem gewissen Zeitpunkt unangenehm werden. Aber bei uns, bei so einem unter Anführungszeichen 5-Tages-Event, glaube ich, ist das sicher eine mögliche Lösung. Jetzt ist es ja oft auch in der Selbstverantwortung der Menschen. Zunächst hat es ja geheißen, man darf dann wieder am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn man sich testen lässt. Das war so ein bisschen indirekte Testpflicht. Auf der anderen Seite sagen wieder die Befürworter dieser Tests, damit sichert man und rettet man auch Arbeitsplätze, weil man zumindest für 48 Stunden weiß, dass man negativ ist. Da kann man am Leben wieder teilnehmen. Und es gibt ja diese Gratisteststraßen großteils in Österreich. Wäre das nicht auch so, oder siehst du das nicht auch so, dass man damit auch Arbeitsplätze erhalten kann? Nee, das heißt, du müsstest dich alle 48 Stunden testen lassen. Ich habe, glaube ich, auch schon ungefähr 20 Tests hinter mir. Es ist extrem unangenehm teilweise, logischerweise. Ich glaube, in dem Rhythmus ist es sicherlich schwierig. Aber am Ende des Tages, wenn man Alternativen hat, und ich glaube, Alternativen werden sicherlich kommen in Form von einfach einfachen Tests. Ich meine, wir kennen die Spucktests, wir kennen alle möglichen Dinge. Aber wenn es vielleicht einmal nur mal einen Abstrich machen muss, dann ist das sicher auch in dem Bereich eine Lösung, auch bei uns im Büro. Wir haben ja unter Anführungszeichen fast ein Geisterbüro, es ist ja nur ein Bruchteil der Besatzung hier. Da natürlich versuchst du schon jeden Tag, wenn ein neuer dazukommt, dass du dich testest. Ja? Aber irgendwie ist das, glaube ich, für den Großteil der Bevölkerung wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, mit 48 Stunden, sondern 24 Stunden kann man sich wirklich verlassen auf den Test. Aber ja, sicherlich. Generell war es schon auch so, das hat man im Sommer gesehen, dass es sehr viele Sicherheitskonzepte gegeben hat, die ganz gut funktioniert haben. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an die Salzburger Festspiele. Nein, es hat ja die unterschiedlichsten Ansätze gegeben. Es hat quasi diese Logenbildungen gegeben. Das wird ja so ein ähnliches Stadion, das wir planen für nächstes Jahr, wo du sagst, okay, wenn Covid wirklich noch ein bestimmendes Thema ist, dann haben wir da zumindest eine Lösung, wo einfach abgekapselt gewisse Größenordnungen von Personen mit eigenen Zugängen an Zutritt haben. Aber ich glaube, dass das für uns wäre es als Großveranstalter, wie es ja einige in Österreich gibt, ob das jetzt der Ironman ist, ob das jetzt der Marathon ist, wäre es undenkbar, quasi noch ein zweites Jahr komplett im Off zu sein und dass wir Veranstaltungen nicht organisieren können. Deshalb haben wir natürlich sicherlich wesentlich mehr Leid, um eine Lösung zu finden im Bereich, okay, wenn Testen das einzig Mögliche ist, ich würde mich sicher fühlen, das Gleiche ist mit Fliegen. Auch wenn du weißt, dass gewisse Airlines jetzt quasi einen Test verpflichtet haben, damit du als Passagier an Bord kommst, wer kontrolliert die Papiere? Wir wissen ja, wie es an die Grenzen vonstatten gegangen ist, wo junge Bundeswehrsoldaten irgendwelchen Aussagen von Leuten glauben mussten. Wer kontrolliert das? Ob das nicht irgendwie in einem, ich will niemandem was unterstellen, aber in einem Kopierer quasi das Datum verändert worden ist. Das ist untragbar. Also entweder hast du das Sicherheitssystem, dass wenn jemand dir ein fremdes Dokument vorweist, dass du sofort das Dokument auf Echtheit prüfen und das bestätigen kannst, oder du musst den Test vor Ort machen. Ich glaube, dazwischen gibt es keine Möglichkeit. Viele hoffen oder die meisten hoffen natürlich, dass das Impfen der Pandemie wirklich den Kampf anzeigt, beziehungsweise die Pandemie und das Coronavirus in die Knie zwingt. Wie positiv stehst du dem Impfen gegenüber oder auch negativ? Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Und manche Airlines, du hast die Airlines schon angesprochen, werden eine Impfpflicht einführen. Kannst du das auch vorstellen für Veranstaltungen? Du, Pflicht ist, glaube ich, immer was Schlechtes. Und das ist sicher nicht der Weg, den wir einschlagen werden.
Ich glaube, dass das Impfen sicherlich der einzige echte Ausweg sein wird und ich werde mich impfen lassen. Und ich glaube, wir haben mich sehr intensiv damit beschäftigt und mir auch die ganzen Spezialisten zu dem Thema angehört. Die haben mir die Impfung nicht von heute auf morgen erfunden. Das hat jemand sehr gut erklärt. Das ist wie wenn du in einer Mercedes, wo du bereits die Chassis hast, dann eine neue Mutter reinsteckst oder in ein anderes Auto. Ja? Das heißt, ich habe Vertrauen zur Wissenschaft auf dem Gebiet. Man muss sich vorstellen, 43.000 Testpersonen und jetzt in Folge werden es Hunderttausende werden. Und ich glaube, früher oder später wird die Impfung sicherlich die Waffe sein, dass man sich irgendwann wieder mal das sogenannte Gefühl des gemeinsamen Erlebens in einer großen Menge, 6.000 in einem Fußballstadion oder sowas, mit ruhigem Gewissen wiederum erleben werden dürfen. Okay, dann sage ich vielen Dank, Hannes Jägerhofer, und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder persönlich dann beim Beachvolleyball. Würde mich freuen. Alles Gute dafür. Ja, okay, ciao.